Wie wir vor 3 Monaten in meinem Video zum Fruchtbarkeitszauber herausgefunden haben, sind Bienen keine Pflanzen. Jetzt möchte ich wissen, wie die Imkereien der Wikinger genau arbeiten und was das für ihre Mana-Produktion bedeutet. Imkereien arbeiten in vielerlei Hinsicht ähnlich wie die anderen Farmen. Sobald ein Bienenstock platziert wurde, werden nach 45 Sekunden Bienen erscheinen. Nach weiteren 90 Sekunden verschwinden die Bienen wieder und der Bienenstock kann geerntet werden. Sobald der Honig entnommen wurde, geht der Timer wieder von vorne los. Anders als ihre pflanzlichen Gegenstöcke können Bienenstöcke mehrmals geerntet werden, bevor sie ersetzt werden müssen. Allerdings kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob ihre Lebensdauer auf Zeit oder auf der Anzahl der Ernten basiert, und es könnte auch der Zufall im Spiel sein. Bienenkörbe zerfallen außerdem von allein, wenn sie 15 Minuten lang nicht geerntet wurden. Laut Spiel und Handbuch sind Imkereien effizienter, wenn die Bienenstöcke auf Blumenwiesen platziert werden, und ich frage mich schon seit geraumer Zeit, wie groß der Unterschied ist. Wie sich herausstellte, sorgen Blumen dafür, dass die 45 Sekunden Vorlaufzeit vor dem Bienenflug komplett wegfallen und auch der Bienenflug selbst wird auf 30 Sekunden verkürzt. Diese Bienenstöcke arbeiten theoretisch also mehr als 4-mal schneller als üblich. Bienenstöcke können nicht direkt auf Blumen platziert werden, aber normalerweise sind Blumenwiesen nicht dicht genug, als dass das ein Problem wäre. Bereits eine einzige Blume reicht, um alle Bienenstöcke in einem kleinen Umkreis, der etwas über dem äußeren grünen Ring des Imkereiarbeitsbereichs zu liegen scheint, zu buffen. Und bereits 3 gebuffte Bienenstöcke können einen Imker voll auslasten. Eine einzige Blume kann also locker 2 oder mehr Imkereien abdecken. Nun stellt sich natürlich die Frage, was für das Spiel als Blume zählt. Ich habe nicht alle Editor-Objekte, die vielleicht als Blume geflaggt sein könnten, getestet, aber alle Arten, die funktionierten, spawnten auch Schmetterlinge. Die sind also nicht nur Show, sondern weisen auf gute Standorte für Imker hin. Kommen wir also zu den ersten Messungen und testen dabei verschiedene Arbeitsbereiche. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Imkereien die Agavenfarmen der Mayas in Sachen Produktivität selbst ohne Blumen deutlich übertreffen, was ich auf die Tatsache, dass Bienenstöcke nicht ständig neu platziert werden müssen, zurückführe. Die Ergebnisse waren außerdem stets vergleichbar, wenn also bei der Lebensdauer der Bienenstöcke der Zufall im Spiel ist, fällt er nicht sehr stark ins Gewicht. Die besten Ergebnisse ohne Blumen erreichte ich, indem ich die Arbeitsbereiche direkt auf die Tür der Imkerei platzierte. Damit produzierte die Imkerei 3,5 Honig pro Minute. Mit einer Blume vor der Tür erhöhte sich dieser Wert aber nur leicht auf 3,75 Honig pro Minute. Der Output war also kaum höher, er wurde nur mit deutlich weniger Bienenstöcken erreicht, was eher eine Platz- als eine Zeitersparnis ist. Wenn ihr Blumen nutzen könnt, solltet ihr das tun, aber baut eure Imkereien nicht nur wegen Blumen an einem Ort, den ihr für andere Dinge besser verwenden oder nur schlecht verteidigen könnt. Decken wir also noch schnell die Verarbeitung unseres hart erarbeiteten Honigs ab. Die Honigminzerei ist etwas langsamer als die Tequila-Distille und produziert unter idealen Bedingungen 2,25 Met pro Minute. Der kleine Tempel braucht mehr als doppelt so lange für seine Opfergaben wie sein Gegenstück bei den Mayas, womit wir auf 2,17 Mana pro Minute kommen. Im Endeffekt haben es die Wikinger leichter mit den ersten Schritten ihrer Mana-Produktion, da ihre Imkereien sehr effizient sind, ob mit oder ohne Blumen. Dafür arbeiten aber die anderen Gebäude langsamer als ihre Gegenstücke bei den Mayas, die bisher unseren einzigen Vergleichswert stellen. Andererseits haben die Wikinger auch allgemein sehr günstige Zauber, mit Ausnahme von Thors Hammer, ihr Mana-Bedarf ist also auch nicht so hoch. Für eine optimale Produktion braucht ihr für jeden kleinen Tempel eine Honigwinzerei, 0,6 Imkereien und 0,4 Wasserwerke.